Video von Sister. Ihr habt wieder das Vergnügen mit mir. Und zwar gibt es heute ein Halloween-Tutorial von mir. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr das Video liked, kommentiert natürlich, meine ich, und auch teilt. Falls du noch nicht abonniert hast, Liebes oder Lieber, tu es jetzt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich beginne erstmal mit den Augenbrauen. Ich kämme sie in Form und dann nutze ich den Essence Augenbrauenstift und ziehe erstmal die Augenbrauen nach, fülle sie ein bisschen ein, kämme manchmal zwischendrin mal, um zu gucken, dass da keine Lücken sind. Dann benutze ich die Value Makers Concealer Palette, einen helleren Konzealer-Ton, das kommt dann unter die Augenbrauen, um das ein bisschen zu säubern, und auf das gesamte Augenlid, damit ich so eine Base direkt habe. Ja, manchmal gehe ich auch ein bisschen in die Richtung Nase, aber ja, muss man nicht. Dann verwende ich meistens einen dunkleren Ton für über die Augenbrauen. Die meisten machen das nicht mal über den Augenbrauen, weil sie dann finden, das sieht ein bisschen zu unnatürlich aus. Aber irgendwie mag ich das, weil ich meistens meine Augenbrauen viel zu dick zeichne und dann mit dem dunkleren Ton das ein bisschen eindämme. Nun verblende ich das alles auch mit meinem Beauty Blender und beginne direkt mit der Subculture Palette von Anastasia Beverly Hills mit der Farbe Fawn, um da so eine Grundlage zu schaffen und ein bisschen alles so zu mattieren. So, dann geht es auch weiter mit der Farbe Fudge. Das kommt dann in die Augenfalte und wird dann schön verblendet. Jetzt auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen mehr als die Augenfalte ist. Das soll halt einfach nur für nachher einen schönen Übergang sorgen. Weiter geht es dann mit der Farbe Rodney. Die kommt dann über die Wimpern so ein bisschen, so auch unter die Lidfalte, also sozusagen auf das bewegliche Lid. Immer schön verblenden, damit man keine harten Linien hat. So, nun verwende ich LA Pro Concealer in Fawn und mache einen Half Cut. Das mache ich ja öfter, deswegen sind die, die mich schon länger folgen oder unsere Videos schauen, wissen, wie das ungefähr funktioniert. Es muss auch nicht ganz sauber sein. Es soll einfach nur eine Base ausschaffen für jetzt die Farbe New Wave, die jetzt kommt. New Wave ist dann auch für mich so wie eine Base für das Glitzer, was dann da drauf kommt, because I love Glitter. Glitter ist geil. Glitter ist bae. So, ich benutze das Glitter, das habe ich von Amazon. Befeuchte meinen Pinsel mit Alverde Fixing Spray und tunke den Pinsel dann in dieses Glitzer und das kommt dann auf das bewegliche Lid. Also am besten dorthin, wo man schon den Concealer hingetan hat. Genau. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn da ein bisschen unter das Auge kommt und dann ein bisschen überall ein bisschen mehr Glitzer ist. Das wird später dann mit einem feuchten Tuch gemacht. Am äußeren Rand kommt jetzt nochmal ein bisschen von diesem Rodney in die Nähe, also so, dass man das schön verblenden kann. Ist jetzt normal, dass es am Ende ein bisschen dunkler ist, wegen diesem Pinsel, der dann halt nass war, ne? Wie gesagt, jetzt unter dem Auge mit einem feuchten Tuch einfach alles schön wegmachen. Nun ziehe ich einen Eyelinerstrich mit dem Eyeliner von P2, der wasserfeste. Ich mag den total.
Nun verwende ich die Farbe Cube für die Augenwinkel als Highlighter-Effekt und unter die Braue natürlich, unter die Augenbraue. So, nun tusche ich die Wimpern und da ich ja eh nur eine Seite mache, kommt auch nur eine falsche Wimper auf mein Auge. Oder ich verwende nur eine falsche Wimper. Genau. Nun ziehe ich mit einem Augenbrauenstift, aber es kann auch ein Kajal sein, wie ihr möchtet, so eine Linie ungefähr, wie ich den Übergang haben möchte von dem Flawless Make-up zu dem Horror-Make-up oder Halloween-Make-up. Nun verwende ich auch schon die Foundation von Rihanna, Fenty Beauty, in der Farbe 410. Ihr wisst ja, falls ihr noch nicht das Review gesehen habt, macht das nach diesem Video, ja? Auf jeden Fall, ich orientiere mich dann auch an dieser Linie, die ich gezeichnet habe. Genau. Nun verwende ich wieder die Value Makers Concealer Palette. Highlight und Kontur wisst ihr, wie ich mache. Wenn nicht, blende ich das gleich ein. Da könnt ihr euch das auch Schritt für Schritt anschauen. Natürlich alles auch nur auf einer Seite. Ich verblende das dann am Ende mit einem Sponge. Ist ja jetzt egal, man kann es auch mit einem Beauty Blender machen, mache ich eigentlich, aber irgendwie war der Sponge gerade da. Mit dem Bananapuder von W7 tue ich dann jetzt alles ein bisschen fixieren, also die unter den Augen und ein bisschen auf dem Nasenrücken. Dann verwende ich von BH Cosmetic das Loose Powder und verblende dann auch alles. So, nun verwende ich von Colorfix die Rouge Palette. Das kommt ein bisschen auf den Wangenknochen. Dann benutze ich Highlighter, der ist von Mrs. Bella, von der Mrs. Bella Palette. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr drin. So, nun fange ich auch schon mit dem Halloween-Teil an. Ich nehme mir so ein Papier und macht da ein bisschen Latex drauf und klebt es mir drauf. Das könnt ihr einfach willkürlich machen. Das ist jetzt nicht irgendwie geplant oder muss irgendwie akkurat sein. Das mache ich dann für das ganze Gesicht. Ich mache es auch für das Dekolleté. Das habe ich euch aber nicht gezeigt, aber das funktioniert genauso, wie ich das gerade mache. Immer ein bisschen Latex, entweder auf die Haut oder auf die Finger. Das ist natürlich jetzt voll die Wuchtelarbeit oder so, wie man das nennt. Aber da kommt dann ein bisschen Latex drauf, dann Papier und dann nochmal Latex drauf. Genau, ich drehe das dann auch ein bisschen. Das soll so Wucherungen vom Gesicht halt darstellen, ne? Später, also von diesem Blut. Das ist ja, wenn man blutet, ja nicht alles geben. Ihr wisst ja, wie ich das meine. Also es soll so ein Fleischstückchen sein, etc. pp. Das mache ich dann auch über die ganze Hälfte. Wie gesagt, auch auf das Dekolleté am Hals auch. Ich mache da auch noch eins auf die Lippe. Genau. Jetzt, wenn es schneller gehen will, mach mal einfach schön Latex aufs Gesicht und dann Papier drauf. Und dann noch mal, also Küchenpapier habe ich verwendet und dann nochmal ein bisschen Latex drauf. Für alle am besten vorher einen Allergietest machen, weil nicht jede Haut ist gleich. Bei mir hat es funktioniert. Kann aber sein, dass bei euch dann irgendwie eine allergische Reaktion hervorruft. Deswegen will ich immer so einen Patch-Test machen. Vielleicht am Arm so ein bisschen Latex drauf und gucken. Genau, das hält halt nicht alles direkt so, wie es halten soll. Aber yeah, so ist das Leben. So, jetzt benutze ich ein Wattepad und klebe ganz vorsichtig dieses Wattepad am Rand über mein Auge. Da müsst ihr wirklich vorsichtig sein, dass da auch nichts durchkommt.
Gebüsch läuft oder so, ganz vorsichtig das am Rand zu verkleben und am besten dann immer ein bisschen glatt ziehen, bis es halt hält. Nun verwende ich willkürlich verschiedene Rot-, Lila- und Brauntöne, damit das halt passt. Das dauert jetzt alles ein bisschen, deswegen alles im Schnelldurchlauf. Ich habe Lippenstift von P2 verwendet, von NYX verwendet, von MAC verwendet, von Chanel verwendet. Einfach verschiedene. Bei mir habe ich jetzt versucht, mehr Brauntöne zu verwenden, weil ihr ja wisst, damit es halt dunkleres Rot ist. Ne? Das passt eher so zu unserer, also damit das so authentisch wie möglich aussieht. Weil dieses helle Rot, wie ihr jetzt schon seht, das würde mir ja niemand abkaufen. Das habe ich dann auch, wie ihr jetzt gerade seht, verwende ich so lila Töne. Auch, genau, das dauert jetzt alles ein bisschen, müsste halt ein bisschen, ja, es dauert, aber ich finde, es geht trotzdem fix. Am besten benutzt ihr, weil ich habe auch matte Farben benutzt, aber das geht ja auch, aber wenn ihr es halt zum Beispiel schnell haben möchtet, dann verwendet nur glänzende Lippenstifte, dann da hat man gleich dieses den blutigen Effekt. Aber das habe ich dann später mit diesem Lipgloss kompensiert und das hat dann irgendwie gepasst. Jetzt mache ich natürlich unten noch ein bisschen mehr Latex drauf, weil es nicht so ganz gehalten hat. Und auch damit der Lippenstift später einfach besser dran haften bleibt. So, da habe ich irgendwas gesucht wahrscheinlich. Jetzt bin ich wieder da. Habe dann ein bisschen von dem Rouge auf diesem Pad noch gemacht, so als Unterlage. Ne? Überall ein bisschen drauf. Und habe dann dort ein bisschen dunkel, das war so ein Braunton drauf auf dem Pad, weil der halt wirklich, weil er weiß ist, der hat ein bisschen lang gebraucht, bis er irgendwie Farbe angenommen hat, ne? Nun benutze ich von Essence diesen Shine-Shine-Gloss, damit ich da so ein bisschen schon mal so glänzende Stellen habe, damit das so ein bisschen blutigeren Effekt hat, obwohl ich auch Kunstblut habe, aber einfach nur so damit, ne, seht ihr jetzt schon einen Unterschied, das sieht schon viel realistischer aus. Nun nehme ich dieses Kunstblut, ihr könnt das auf dem Wattepad tun oder direkt, wie ich gemacht habe, auf die Stellen und dann mit einem Wattepad verblenden. So viel wie ihr möchtet, so viel, dass es passt für euch. Nun verwende ich nochmal die Farbe Rodney, weil das war so ein schönes, dunkleres braun-lila Ton und das gebe ich dann auf ein paar Stellen auf dieser Wunde, damit das noch realistischer aussieht. Nun mache ich, kommt da ein bisschen Diva auf meine Lippen, aber halt nur am Rand. Und mein Shine-Shine-Lipgloss, den ich eben schon über meine Wunde verwendet habe, der ist natürlich jetzt ein bisschen rosa gewesen, aber das kommt jetzt über die Lippen und das war's dann auch schon. Wie gesagt, habe ich dasselbe auf dem Dekolleté gemacht und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen zu liken, teilen und kommentieren. Tschüss!